Vielen Dank. Bevor ich anfange, möchte ich eine kurze Bemerkung loslassen. Und zwar finde ich es schade, dass, obwohl so viele Frauen im Publikum sind, wir nur eine Dichterin hier heute haben. Ich finde, ihr solltet euch mehr trauen und ich würde gern mehr von euch hören eigentlich. Darüber hinaus habe ich jetzt einen ernsten Text, quasi einen für den Heimweg. Ja, ich könnte dann anfangen. Ich war in Troja, in Cusco und in Waterloo. Verdun, Lübeck, Stalingrad, Hiroshima. Pristina habe ich gesehen und Kigali, Kandahar und Beirut. Es gibt auf der Welt keinen Ort, den ich nicht kenne und keinen Ort, der mich nicht kennt. Ich erfand Napalm und Streubomben. Auschwitz-Birkenau war meine Idee. In Belfast sorge ich dafür, dass Kinder auf dem Schulweg mit Steinen beworfen werden, und Grozny habe ich dem Erdboden gleichgemacht. Frauen mache ich zu Witwen, Männer zu Mördern und Kinder zu Krüppeln. Seit Tausenden von Jahren, an jedem Tag, zu jeder Stunde, jetzt. In diesem Augenblick sehe ich, wie ein GI in Bagdad auf seinen Beinstümpfen weiterrennt, nach seiner Mutter schreit, wie eine Frau im Sudan vergewaltigt wird. Sie schreit nicht. Sie kann nicht mehr. Ich bin gut für das Geschäft. Mit mir macht man Billionen. Jedes Jahr. Ich gewinne immer. Ich stehe auf der richtigen Seite. Das glaubt ihr nicht? Oh doch. Ihr glaubt es. Ihr wollt es noch nicht wahrhaben. Ihr seid doch froh, dass die Taliban vertrieben sind, dass Saddam Hussein nicht mehr an der Macht ist, dass die tschetschenischen Rebellen unschädlich gemacht werden. Euch ist es doch egal, ob in Ruanda ein Völkermord geschieht oder in Darfur. Wen von euch interessiert denn, was in Angola wirklich geschieht oder auf Sri Lanka? Meine Freunde haben es da sehr viel schwerer als ich. Naturkatastrophen kommen bei euch gut an. Gibt es einen Tsunami, dann ist die Betroffenheit groß. Zumindest, wenn es medial gut inszeniert ist. Hui, dann seid ihr aber fix dabei. Trauergottesdienste und Spendenmarathon. Manchmal reicht sogar ein ordentliches Erdbeben. Kommt immer ganz drauf an, wo und wann es passiert. Aber auch technisches Versagen ist okay. Tschernobyl oder ein Flugzeugabsturz. Oder die Exxon Valdez. 500.000 tote Seevögel sind schlimmer als 500.000 tote Menschen. Ich liebe eure Arithmetik. Die könnte von mir sein. Ihr wollt mich hassen? Ich lache euch tot. Ihr Heuchler. Wer hat die Politiker gewählt, die immer mehr Soldaten in alle Winkel der Welt schicken? Wer hat euch dazu gezwungen? Was genau davon habt ihr angeblich diesmal nicht verstanden oder nicht gewusst? Aber ihr wählt und delegiert nicht nur meine Mitarbeiter, ihr seid meine Mitarbeiter. Ihr belügt und hintergeht euch gegenseitig. Ihr mobbt euch. Ihr beleidigt und demütigt euch. Gönnt euch nicht gegenseitig das Schwarze unter den Fingernägeln. An einen Baum, der umgehauen werden soll, kettet ihr euch an. Wer kettet sich an einen Oppositionellen, der in die Türkei oder nach Afghanistan abgeschoben werden soll? Ihr tötet und ihr foltert nicht. Dafür habt ihr überall auf der Welt eure Spezialisten. Warum sich selbst die Hände schmutzig machen? Ein Folterkeller in Kabul findet ihr viel besser als einen in Berlin. Ihr würdet euch wundern, wenn ich mal Urlaub machen würde. Das Gezeter wäre groß um die Arbeitsplätze bei EADS, bei Daimler Chrysler, bei Siemens oder Blohm und Voss. Genau wie das Gejammer über eure Aktien. Ihr hasst mich? Na und? Ich lache euch aus. Ich scheiß euch ins Gesicht. Nicht einmal das weckt euch auf. Wer von euch steht auf?
Wer erhebt sich und hält mich auf? Wer greift mir in den Arm? Wer? Du? Nein, ich. Vielen Dank.